what I do my best. 25 sitting on 25 racks. Guten Morgen, Freunde, und willkommen zu einem neuen Vlog aus meiner Wettkampfvorbereitung. Heute geht es um das Thema Training in der Diät. Vor allem, was solltest du abändern im Vergleich zu dem Training im Aufbau? Viel Spaß dabei. Jetzt geht's auch ab ins Gym, Freunde. Und wie immer gibt es natürlich vorher 25 Gramm des IvoCraft. Wow. Übrigens, ich habe eine richtig gute Neuigkeit für euch. Und zwar Backup Pro und D3 K2 Pro wird diesen Sonntag gerestockt. Wir haben auch ein paar Trays Evo Bar am Start. Wir haben ja eine sechsstellige Menge für euch produziert. Und die werden es wahrscheinlich dieses Wochenende nicht mehr überleben. Also Freunde, wenn ihr den wahrscheinlich einzig sinnvollen Proteinriegel auf dem Markt haben wollt, dann schlagt am besten direkt zu. Link wie immer in der Beschreibung. Also kommen wir mal direkt zum ersten Punkt. Und zwar, der Zeitpunkt des Trainings ist in der Offseason meistens nicht so relevant. In der Diät sind die Kapazitäten aber meistens schon so ein bisschen begrenzter. Vor allem will man oftmals auch Koffein nutzen, ne, um sich so ein bisschen zu pushen. Dementsprechend wird das Timing, also wann man trainiert, in der Diät immer entscheidender und entscheidender. Du solltest dann trainieren, wenn du am leistungsfähigsten bist. Ne? Und wie gesagt, in der Offseason ist es halt eben nicht so relevant. Man ist meistens eh immer ziemlich leistungsfähig. So geht es mir zumindest. Und vor allem kannst du, wenn du nicht so ganz flexibel bist und nicht den Luxus hast zu trainieren, wann du möchtest, harte Einheiten mit deiner Arbeit oder mit deinem Stundenplan in der Schule, in der Uni, so ein bisschen, ich sag mal, nicht angleichen, aber so ein bisschen dich dahingehend anpassen, dass du zum Beispiel sehr harte Einheiten am Wochenende machst oder eben an Tagen, wo du nicht so viel zu tun hast, ne? Weil mentale Erschöpfung ist in der Diät einfach ein viel größeres Thema, weil deine Kapazitäten leider begrenzt sind. Ich habe zum Glück den großen Luxus, ich kann trainieren, wann ich möchte, wann es mir am besten passt. Aber ja, wenn du die Möglichkeiten hast, so um vielleicht ein paar Einheiten clever zu verschieben, dann hast du schon die halbe Miete rausgeholt. Zum Thema der mentalen Erschöpfung gibt es sogar tatsächlich Daten, die aufzeigen, dass dadurch die Leistungsfähigkeit massiv beeinträchtigt werden könnte. Und dementsprechend, wenn du einen richtig harten Tag hattest, richtig viel lernen musstest oder was auch immer, dann mach vor dem Training 5 bis 10 Minuten die Augen zu. Kannst natürlich auch einen Mittagsschlaf oder so machen, aber das möchte auch nicht jeder, beziehungsweise nicht jeder hat dafür die Zeit. Aber einfach mal die Augen für 10 Minuten zumachen, richtig durchatmen und danach fühlt man sich meistens wie ein neugeborener Mensch und kann tatsächlich wahrscheinlich auch langfristig gesehen einfach besser Leistungen bringen. Und das wiederum sorgt dafür, dass man besser Muskeln halten kann, besser Performance konservieren kann, was auch immer. Daran denken, Leute. Erste Übung des Tages, Lat Destroyer mit 4 Platten, wird also richtig brutal, denn genau dieses gleiche Gewicht habe ich auch in meiner Offseason verwendet. Aktuell kann ich aber meine Performance verdammt gut halten. Kommen wir damit direkt mal zu Punkt Nummer 2, also die Wiederholungen. Wenn ich unter 6 Wiederholungen hier fallen sollte, werde ich das Gewicht definitiv reduzieren, denn in der Diät hat man halt eben begrenzte Kapazitäten und dementsprechend ist da schon nicht so viel Platz für, ich sag mal, Quatschtraining, ne? Also Maximalkraftwertversuche oder auch Sätze mit 2 oder 3 Wiederholungen. Machen zwar Spaß, aber sind nicht so unglaublich zielführend und sollten in einer harten Diät auch dann nicht mehr gemacht werden, weil Punkt Nummer 1, vielleicht könntest du dadurch einfach weniger effektives Volumen anhäufen und Punkt Nummer 2, die Verletzungsgefahr ist höher und Punkt Nummer 3, man könnte auch noch ein Argument dafür finden, dass mehr Wiederholungen mehr Kalorien verbrauchen, denn wir wissen, bis, ich sag mal, 20 Reps, ne, wenn nicht deine Ausdauer zum limitierenden Faktor wird, brauchst du genauso gut Muskeln auf. Deswegen könntest du vielleicht ein bisschen mehr Kalorien verbrauchen. Würde ich jetzt nicht unbedingt drauf setzen. Also ich würde mein Training jetzt nicht unbedingt auf 20 Reps in jeder Übung umstellen. Aber vielleicht, wenn du bei einigen Übungen keine Probleme hast, mehr Wiederholungen zu machen und mit den Kalorien schon tief genug bist, könntest du ein bisschen mehr, ne, Reps rausballern für ein wenig mehr Kalorienverbrauch. Look, tell a man no trouble. I don't want beef, man. I just want vibes. Big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. One rule, then dead, I'm on site. Wrong move, I bet they gon' ride. No need for the telephone hype, nah. No need for the snoozing. Big whip outside, I'm cruising. Big stick inside. Punkt Nummer 3, die Intensität. Leni, wie intensiv sollte man trainieren? Recht nah am Muskelversagen. Richtig, daran ändert sich natürlich nichts. Ne? Immer schön nah ans Muskelversagen pushen. Ab und zu auch mal ans Muskelversagen pushen. Das Ganze sinnvoll dosieren. Also wie gesagt, da ändert sich nichts, außer die mentale Komponente, ne? Also Muskelversagen oder nah ans Muskelversagen zu pushen, fühlt sich viel schwerer an, weil sich alles in der Diät schwer anfühlt. Gerade in der Wettkampfdiät fühlt sich sogar das Gehen irgendwann schwer an. Und dann gibt es den einen oder anderen Athleten, der so ein bisschen, ich sag mal, Schwäche vortäuscht. Und das darf natürlich nicht sein. Ne? Also red dir nicht ein, dass du schwach bist, sondern gib Vollgas und ich sag mal, bis 10% KFA kann man in der Regel verdammt gut Leistung halten. Try to take it, I'm getting it back. And if they hit me, they gotta get taxed. I'm making hit after hit after hit.
promise you, boy, every one of them slap. Hop on a verse and I body it quick. They never work and it's why we don't mix. I don't got time for the fake and I swear that I'll always say real something they never did. Nächster Punkt, Volumen. Und zwar muss man auch hier wieder ganz klar erwähnen, deine Regeneration ist begrenzt. In der Diät sind deine Kapazitäten ein wenig limitierter. Dementsprechend entweder Volumen gleich lassen oder sogar reduzieren, wenn du vorher extrem viel Volumen absolviert hast und auch in der Offseason die ganze Zeit im Arsch warst. Also wenn du halt einfach zu hart trainierst und zu viel trainierst, kommst du auch recht schnell in der Diät ins Overreaching. Manchmal sogar nach 2-3 Wochen. Und wenn du ins Overreaching kommst, musst du einen Deload machen. Und einen Deload macht man in der Regel am besten mit einem Diet Break zusammen. Und das wiederum klaut dir wieder eine Woche Diät und das wiederum will nicht jeder. Ne? Also gerade wenn du eine Deadline hast oder so, kannst du dir das oftmals gar nicht leisten und es macht auch einfach keinen Sinn, nach einer Woche schon komplett zu überlasten. Und wenn du weißt, okay, mit 4000 Kalorien konnte ich das Training gerade so 3 Wochen überleben, dann wirst du es mit 2500 Kalorien wahrscheinlich nur eine Woche überleben, wenn du verstehst, was ich meine. In dem Fall das Volumen leicht reduzieren, ansonsten kannst du es auch halten, wenn du vorher extrem gut Progress gemacht hast und nicht so schnell ins Overreaching gekommen bist. Letzte Übung, einfach Freestyle Curls, habe ich lange nicht mehr gemacht. Ja, Trainingsfrequenz, was machen wir damit? Das können wir eigentlich beibehalten. Es gibt hier und da ein paar Argumente, vielleicht ein bisschen hochfrequenter zu trainieren, gerade wenn deine Einheiten sehr voll werden. Also du hast ja weniger Energie und am Ende des Trainings kann es sein, dass du irgendwie nicht mehr so gut pushen kannst, dass dir einfach die Puste ausgeht. Dort wird es Sinn machen, halt einfach deine Einheiten ein bisschen stärker zu splitten. Also wenn du 4 Einheiten Oberkörper, Unterkörper pro Woche gemacht hast, könntest du hingehen und einen Push-Pull-Beine 6-mal die Woche machen. Du bist so auch öfter im Gym, öfter beschäftigt, ne? Hast nicht so viel Zeit, ans Essen zu denken. Das wäre auch ein Argument für eine höhere Frequenz. Aber wenn du merkst, die Trainingsqualität leidet, kannst du hingehen und weniger Volumen pro Session machen, dafür eben die Frequenz erhöhen. Look, false personas, all is hopeless in the game now. The wrong devotion flows through those who chase the same clout. The pollen flowing through the industry got this congested. I'm XXL if they fit the pen in. Fuck who they pick as freshmen. I SMS it, DM it and double send it till they get the message. I road trip. Nächster Punkt, die Pausenzeiten. Und intuitiv würden wahrscheinlich viele die Pausenzeiten verkürzen, um irgendwie mehr zu schwitzen oder was auch immer. Würde ich auf jeden Fall nicht machen. Denn in der Diät sind deine Glykogenspeicher in der Regel nicht so krass üppig gefüllt. Und deswegen bist du auch ein bisschen mehr auf ATP angewiesen. Wenn du zu kurze Pausen machst, dann sind nicht mal deine ATP-Speicher halbwegs gefüllt und dann wirst du gar keine Leistung bringen können. Ne? Deswegen lass dir ruhig mehr Pausenzeit und versuch dein Volumen so hochqualitativ wie nur möglich reinzubekommen. Und ein guter Nebeneffekt, ne? Wenn du zwischen den Sätzen Steps sammelst, kriegst du so mehr Steps rein. Guten Appetit! Danke! Lass dir schmecken! Leben am Limit, Freunde. Ne? Wenn man viel zu tun hat, braucht man wirklich eine Frau an der Seite, die einen füttert. Best, kann ich empfehlen. Leni hat mal wieder gezwungen. Sowas würde ich nämlich niemals essen. Niemals. Hallo. Junge, du bist auch auf Prep, ne? Nee. Gibt hier keine Vorspeise. Doch. Reis und Hähnchen gleich, Junge. Reis, Chicken. Das erste Mal in der Prep gefühlt. Ja, zurück zu Hause, Freunde. Und ihr seht es, selbst in einer Wettkampfdiät muss man sich sozial nicht isolieren. Also man findet eigentlich immer irgendwas, was halbwegs in die Makros, in die Kalorien reinpasst. Ansonsten ganz easy, einfach mal nachfragen. Also flexibel sein, nachfragen. Gemüse, Fisch, Fleisch oder Kartoffeln, was auch immer, kann man eigentlich immer ordern. Und selbst wenn nicht, am nächsten Tag ein bisschen weniger essen. Am Morgen vielleicht Kalorien einsparen. Ihr kennt das Spiel. Ihr müsst euch wirklich nicht sozial isolieren. Vor allem dann nicht, wenn ihr keine Wettkampfsportler seid und euch in der Peak Week einer Wettkampfdiät befindet. Yes, letzter Punkt und zwar Übungsauswahl. Da würde ich auch vielleicht hier und da ein paar Übungen austauschen, die sich einfach nicht mehr so gut anfühlen, denn manche Übungen brauchen verdammt viel Stabilität und in der Diät verlierst du halt aufgrund des Körpergewichtsverlustes eben sehr viel Stabilität. Ne? Also, und in der Regel fühlt man sowas auch. Und wenn du der Meinung bist, okay, Kniebeuge oder das Kreuzheben, das fühlt sich nicht mehr so safe an und ich könnte doch andere Übungen ausführen, die den gleichen Stimulus erzeugen, aber vielleicht nicht so viel Überwindung kosten oder nicht so viel systemische Erschöpfung erzeugen oder was auch immer, dann tausch die Übungen einfach aus. Ne? Also zu viel würde ich jetzt auch nicht abändern. Du bist natürlich immer das Resultat von deinem Training und wenn du dein Training großartig abänderst und gar nicht alles berücksichtigst, zum Beispiel eine Kniebeuge ist ja nicht nur eine Quad-Übung, also für den Oberschenkelmuskel, sondern auch ein verdammt guter Adduktoren-Übung.
Bauer, Bilder, wie auch immer, ne? Und ja, du kannst natürlich eine Kniebeuge nicht gegen Beinstrecke austauschen, aber eine Kniebeuge kannst du verdammt gut gegen eine Hackenschmidt-Kniebeuge zum Beispiel austauschen, wenn du verstehst, was ich meine. Alright, Freunde, wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg in der nächsten Diät, ne? Weil die nächste Diät, die steht irgendwann immer an, nach einer harten Massephase, ne? Mit ordentlich viel Kalorien muss man irgendwann so ein bisschen abnehmen. Und jetzt habt ihr die passenden Tipps, um euer Training dahingehend perfekt anzupassen. Und wir sehen uns im nächsten Video.